So, willkommen zurück zum zweiten Teil von GTA 5 bzw. GTA 5. Wir sind hier mit dem Kollegen hier unterwegs, dem coolen Gangster, und wollen ein paar Autos klauen. Zumindest ist das, was angekündigt war. Na gut, geradeaus gehen kann er auch noch nicht, beziehungsweise ich nicht. Schauen wir, was hier abgeht. Naja, zwei schicke Autos. Nehmen wir mal den das R8 Cabrio. Sieht natürlich fein aus. Schickes Ding. Das da. Oh, mit Haken war das. Ich denke mal, bei so einer Verfolgungsjagd. Ha, lassen wir es einfach mal offen, ne? Verfolgungsjagd ist ja eigentlich nicht, sondern Kollegen, da darf ich folgen. Das ist schon ganz gemächlich. Fängt ja schon gut an. Hey, remember we gotta be careful with these rides, homie. The Simeon ain't about to dock my peg, homie. Man, if you need some bread, I can hook you up with JB's tow truck. It ain't got glamour, but it's some money to be made. So da sieht man ja schon, wie vorsichtig der mit dem Auto umgeht. Also Tote hat's noch nicht gegeben. Ja, aber ich glaube, wenn das so weitergeht, aber zumindest gleich eine Macke nach Karre. Ja, da kommt es. War schön gerettet, 360 Grad Drehung. Steuerung muss man sich ein bisschen gewöhnen. Ist ja bei jedem neuen Spiel. Oh, Aliens. Ja, und da haben wir den ersten Tod. Geht wieder in die Verkehrsstatistik ein. Wie die Leute hier ausparken, das geht auch nicht. Ja, ich fand die Ampel jetzt nicht so schön, also... Ja, den fand ich auch jetzt nicht so schön. Sehr schön, gibt keine Kohle. Viele Macken am Auto. Wie beim Leasing, da wird am Ende dann geguckt. Und ja, alles am Macken, ne, muss gehoben werden. Ich hab ein Busch getötet. Oder ein Halb. Ich glaube, ich bin hier zu vorsichtig. Gehen wir mal ein bisschen Vollgas. Wir wissen ja nicht, was am Ende kommt. You ain't even testing me. Whatever, homie. Gut, die eine Seite ist echt nicht mehr so schick. Das könnte aber der Blutler, also sieht aus, als wenn der Blutler fehlt. Und der ist schon ein bisschen nervös, habe ich ein schlechtes Gewissen. Ja, sicher. Auspacken. So. Der Typ scheint ja sehr gezielt zu fahren. Plan haben. Mann, 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 ja. Whatever, nigga. I'll let some flow through your ass. Dog, I ain't too sure that joke works, dog. Oh, shit. Oh shit, the one time. Be cool, fool. We got the paperwork. Whatever you explain that shit. I see you at the dealership. Explain that shit, my ass. Ja, gerne am Arsch, ja. So. Ja, hier. Mach das jetzt ganz cool. Fahren den erstmal an. Was ist jetzt hier los? Verdeckt zu. Ah, gut, das ist gut. Ja, also. Wenn man fair geht, das mit dem Verdeck jetzt nicht ganz so gut. Geben wir mir dann Vollgas, ne? Das Ziel muss ja sein, dass wir Zeit zu entkommen. Wir fragen einfach jetzt hier. Da findet uns keiner. Ich glaube, wir fragen jetzt hier. Ah, ja, er geht wirklich nicht auf. Gut, ab geht's. Schauen wir mal, was die KI-Pops hier so drauf haben. Ah, jetzt ist auch hier richtig Vollgas. Denk mal, dass sie gleich angezeigt, wenn wir außer Reichweite sind. Oder?
gerade so konzentriert. Ja. Super. Ja, zumindest den Kopf auf die Seite gelegt. So. Ach, scheiße, Polizeisperrung. Ja, das Auto schwimmt gerade ein bisschen. Was ist denn jetzt hier? Nicht weg, nicht sicher. Am Strand verstecken? Hier so schön schick hinter der Wand. Ich kann es aber eigentlich nicht sehen. Ich hab aber die Vermutung, die wissen, wo ich bin, und fahren hier gleich lang. Na? Ja, okay. Also verstecken scheint wir auch zu klappen. Ich fahre jetzt mal hier ganz auffällig am Strand entlang. Ja, damit das nicht ganz so auffällt, kann man jetzt mal das hier ausprobieren. Ja, genau. Das ist auch nämlich jetzt unauffälliger. Außerdem, die Sonne scheint ja. Ist auch viel realistischer. Ich mir keinen Sonnenbrand hole. Oh, die hat sich aber eine Mühe gegeben. Wie kommen wir denn jetzt hier runter? Oh, hallo. Wie hoch ist denn? Ich weiß nicht. Ja, ich glaube, die mag es nicht. Also ich glaube, ich muss ja jetzt den Wagen hier wegbringen, aber das war schon eine schicke Karre. Ja, der Rest kommt später. Die Autos werden wir mal testen. Das wirkt schon sehr, sehr cool gemacht hier, also sehr realistisch. Dass man dem ganzen... Oh, rot am Blitz ja auch. Realität kann man den ganzen Ding schon abkaufen. Also, sag mal selber, bin ich schon in Florida gewesen. Und, sag mal so, da gibt es die Bereiche, auch die so aussehen, in den typischen Hütten, schon echt schick gemacht. Ich glaube, wir jetzt mal wieder die Bullen am Hals haben. Aber ich will mir jetzt ein bisschen Gas geben hier. Lenko fühlt sich immer noch ungewohnt an. Aber ich glaube, es wird. So viel Abwechslung dabei, also ist echt Wahnsinn. Was ist das denn für ein Motorroller? Ach, das ist einfach verpasst. Ich würde mich hier nicht so sehr von der Umgebung ablenken lassen, aber es sind einfach zu viele Eindrücke gerade. Oh, und ein alter Ford GT ist das, glaube ich. Schick. Steht da echt Pisswasser dran? Nein, Pisswasserpilz. Ja, also ich wusste ja, dass das Bier in Amerika manchmal nach Wasser schmeckt, aber da steht echt Urin. Ja, hier, das ist echt ein Mittelfinger, ne? Urin. Kurios, echt kurios. Dann haben wir es auch gleich geschafft. Genau, auf den Platz gucken. 300 Meter. Was hier rein? Ach, scheint hier die. Ja, die Mama ist auch unterwegs. Ah, hier kommt. Vielleicht auch direkt den Finger. Jetzt bin ich mal gespannt, was sie zum Auto sagen. Ja, also wenn man hier so guckt,
This racist insulted me. Also hey, Amazon up, Warehouse. You calling a Nick? No, no, I'm not calling nobody a Nick. Wait, what the raus. Fuck? I mean, N-word. That's not cool, man. I don't say that. You fucking right, and you better keep it right, because this man right here, he's an international businessman, a multiculturalist. That I could not have said better myself. But seriously, maybe he's not a racist. But I don't think that he is man enough for a car like this. Wait a second. This guy right here, him? Get him a hybrid. That's a real man's car. I think you are right, Lamar. You get a tax rebate. I understand. Money is an issue, eh? Money isn't an issue. This is the best part. Watch this. When he real to me, he gonna get all his full money. Watch this. Look, man, I gotta go. Hey, Simeon, I'm out. I'll holler at you, homie. It's the best part, man. So, Jimmy, are you sure you are man enough? Take the wheel and show me. Sure, okay. How about we fall through, homie? Excellent. Now, listen to the quality of the stereo. The stereo. No, 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 it's too much for you. You need a compact. Whoa, no way, man. Compact? I'm a high roller. Hey, mega SUV guy? I just need time to think. This is the problem. Only the weak use ja, their brains. Was hier noch the strong use their brains. Ich meine, jetzt stehen zwei Karren. Der hat sein so oft wie geangeeckt ist. I should charge you for my time. How much do you save per month? Double it. Whoa, ja, whoa, auch eine kleine Kelle, ne? I want it, okay? Ja. I just don't have much collateral. Oh hier, kann man die Garage schließen? Nein, ist ja auch egal. Es sind nur geklaute Fahrzeuge, die da rumstehen. Hm. Ja, da ist die Wahl auch nicht schwer. Ich würde sagen, wir nehmen einfach den Wagen. Ja. Super sharp. This chump change. How I'm gonna knock a bad, grown, and sexy bitch if I ain't got a fat peezocket? Who you trying to impress? Your auntie Denise with all that ass nigga she got. She grown, yeah. She grown into a fucking idiot. Sexy? She more like obsessed with sex, nigga. Oh, mad for the penis. That's exactly how I like my women. Gerade gesagt, das war bestimmt Penis. Wenn man fährt, ist man viel zu sehr aufs Fahren konzentriert. Aber das macht mir Angst. Ich hoffe, dass er mich nicht in seine Garage lassen möchte. Damit das Ganze nämlich ein bisschen seltsam. Man, shit, it's good to be home. Beer and wine. Check. So. Haben wir das geklaute Auto direkt vor der Haustür? Ah. What's up? Can a low come up in your crib? Man, fuck you. I'll see you at work. Oh, nigga, don't hate me because I'm beautiful, nigga. Maybe you got rid of that old yee-yee-ass haircut you got. You get some bitches on your dick. Oh, better yet, maybe Tanisha will call your dog ass if she ever stop fucking with that brain surgeon, the lawyer she fucking with. Nigga. What? Oh. Da fällt ihm nichts mehr ein. Ooh, honey. Y'all telling me? Oh, he here. We living on top of each other, and it ain't right. Shoo! Shoo! Get on out of here! Okay, baby. I'll see you at the thing. You here? Shake I was on the phone, boy. Don't be listening. Goddamn freeloader. So, ihr seht alles schön erklärt, also Klamotten wechseln, Kleiderschrank. Ja gut, haben wir alles durch. Ja, und bestanden haben wir auch. Klasse, klasse. Für erfüllte Missionen erhältst du Punkte basierend auf Herausforderungen, kannst Missionen erneut spielen, um mehr Punkte zu erringen, wie auch immer. Ja, ich denke, wir haben die Mission erfolgreich abgeschlossen.
Können wir uns denn jetzt hier mit F hinlegen? Also mit Pen? Ach, eh, um das Spiel zu speichern. Ja, dann. Quasi kennt man das ja schon aus Spielen wie zum Beispiel Far Cry, dass gepennt wird und gespeichert wird. Legen wir eine neue Speicherung an. Ja, den wollen wir auf jeden Fall speichern. Und fit und ausgepennt geht's wieder zur Sache. Ja, und dann interessieren sie jetzt nicht. Spiegel gibt's auch. Schick, schick. Why you got to make all that racket? Was ist denn hier los? Norwegian Salmon Rancher Surprise. Oh, super. So ein Erste-Hilfe-Kasten gefunden. Damit kann man dann die Leute, die man überfahren hat, wahrscheinlich versorgen. Oder vermutlich sich selbst. So, das scheint hier der eher esoterische, angehauchte Raum zu sein. Also noch Zweck dieser Tür. I'm gonna have a gentleman calling later. So make yourself scarce. So, hier scheint man echt eine Auswahl zu haben. Also Anzüge, Freizeitjacken etc. Schauen wir mal. Ja, das ist doch, passt doch direkt zu dem Typen. Ziehen wir einfach mal den an. So. Dann geht's weiter. Ab in die Hood. Ja, ist auch schon Nacht. Deswegen Hoodie drüber, ne? Nein, wir haben aber bestimmt aktuell 20 Grad. So, wer ist das denn? Simeon. Ja. Franklin! I was going down, huh? The market, my boy. Liquidity is a bitch. Get over here so I can give you the new repo list. Alright, dog. I'll be around when I get a chance. Wir können natürlich auch das Auto aus der Garage nehmen. Ich wollte nur mal eben gucken, was hier so im Angebot ist. Kommen wir hier überhaupt rein? Schon geschlossen hier, oder was? Na, vielleicht ist es noch nicht 21. Bleib ich rein. Schade, schade. Oh ja. Oh, Entschuldigung. Listen, motherfucker. I'm gonna fuck you up. You're dead, you don't even know it. Alter, warum haut er mich? Oh, you wanna get up? Ja, jetzt geht's aber auch los. You brought this on yourself. You happy? Muss ich jetzt hier die ganze Nachbarschaft zerlegen oder was? Ja, ich glaube, der hat mich gerade angegriffen. You steal hard, huh? Der ist schon so sauer, dass er Luft kriegt. Ja, gesagt, sind die Bullen hier. So, jetzt muss es aber abgehen. Eieieiei. Ja, schnell ab hier in unseren Feinschlitten. Und, ach, sind hier die Ansicht verschoben. So. Ja, also seht ihr, Alkohol ist ein Problem. Deswegen soll man nicht zu viel Alkohol trinken. Schauen wir mal, dass ich hier schnell wegkomme. Ich jetzt mal Vollgas an den Bullen. Und dann geht es natürlich im nächsten Let's Play weiter.